So, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wir haben endlich jetzt mal geschafft. Wir sind, glaube ich, endlich nach Foto angekommen. Wir haben jetzt mal ein paar Monster verkloppt und aufhalten wollen. Shuttle haben schön, die uns aufhalten wollten, dass wir nach Foto fliegen oder Shuttle zerstören wahrscheinlich wollten. Boah, doch da kam Freya, also die Schwester von Pascal, und hat uns tatsächlich so gesehen noch mal ein bisschen geholfen, ne? Ja, und jetzt müssten wir eigentlich im Vortrail sein. Mal abwarten. Gut, ist everyone okay? Ja, geht, klappt alles. Aufstehen. Genug geschlafen. Sophie, wie kannst du dich bloß in so einer Situation auf den Boden legen? Did we make it? Is this Fodra? Should be. Once we cleared the aquasphere, it felt like we were falling. Yeah, Fodra has a stronger gravitational pull than the world we're used to. Hence, it yanked us right in. Let's get off the shuttle and see where we are. Moment mal, wenn die schwere Anziehung haben, müssen die sich eigentlich auch schwieriger haben, sich da zu bewegen. Rein theoretisch. Und das Schöne ist, jetzt kann man hier Objekte laden, kann man nochmal kaufen, Ausrüstung laden. Boah, ist das. Boah. Ja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen paar bessere Sachen. Aber ich will erstmal sie wieder mit. Truppenführer, bis weiterhin du. Erstmal hier ein bisschen umgucken. This is Fodra? Yeah. There's nothing here. It's a wasteland. How could Sophie possibly come from this place? It looks like a great battle was fought here in the past. There are signs of combat throughout the landscape. It's so cold and desolate. There aren't even any plants. See that big round orb in the sky? That's our home. We couldn't see Fodra from there, but we can see our world just fine from here. That's all quite fascinating, but I have a more immediate concern. Will this shuttle ever fly again? That landing really did a number on it. Yay, wir sind hier fest. Are you saying we're trapped here? What? So even if we manage to help Sophie, we can't take her back? We still have to find a cure for Sophie, right? We'll just add fixing the shuttle to our to-do list. I suppose we don't have any other options. Yeah, curing Sophie has to be our first priority. We can deal with the other problems later. We need to get the lay of the land. I wonder if there's a town nearby. Hey, come look over here. Ja, doch. That building appears to be floating in midair. Geil. Well, looky there. Wir auch eine Schwebestadt haben. That's incredible. Maybe we can find someone to help us. We'll never know unless we try. Let's check it out. Yeah. Sehe ich genauso. Hackfleisch! Naja. Wer weiß, wie lange das Hackfleisch da schon... Ne? This won't take long. Okay! Infernal Torrent! Impact!
into the abyss! Wow. Keep it cool! Cloak of ice! I'm not done yet! Nee, nee, Pascal, wie du stirbst du einfach? An dich gesehen war es voll easy und so und du machst hier voll, ey. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht so schwer. In der Gummidarm kann ich gerade nichts mit anfangen. Hallo, du fliegen jetzt mal. Bam! Boah, ich... Einfach nur geile Fähigkeit. Ach, das schön. That was some fancy knife work. What else are you hiding from us? Naja. Aber man kriegt hier extrem arschwenig Erfahrungspunkte meiner Meinung nach. Da war schon die andere Ort schon ein bisschen besser. Zauberschau, ja, warum nicht? This won't take long. Okay. Infernal torrent. No escape. Pierce. Ah, Infernal torrent. Ich glaube, ich habe. Right there. Enter the abyss. Boah, die Fähigkeit finde ich aber auch mal richtig geil. Not bad, don't you think? Viel zu einfach gerade. Aber ich sag's besser nicht zu laut, weil sonst kommen gleich voll die Imba-Gegner und hauen mir voll auf die Fresse. Was mich jetzt schade finde, keine Plauderei, weil hier hätte man gut eine Plauderei machen können. Oder zum Entdecken. Hi. Stay sharp, even against chumps. Okay, it's over. Shining blade of truth. Ich will einfach diese Fähigkeit nur sehen. Okay. Hold it right there. Ach, ist das schön. Einfach. Okay. No one can stand before my blade. Irgendwie fühle ich mich gerade von den Gegnern ein bisschen verarscht. Ich hätte schon erwartet. Diese Karte. Ah, ich liebe diesen Charakter einfach nur. Komm, mein absolutes Lieblingsfeld auf. Oh. Sorry about that. Hold it right there. Let's make it a mess. Burn. Hey. Also Judith ist. Okay. Wenn ich mein Lieblingsfeld auf ist, dann werdet ihr dann erfahren, wenn die SSP kommt. Was erlernt ihr denn? Bank-KP erlernt, okay. Ja, natürlich gucken wir uns jetzt erstmal hier um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich glaube, nein, da wollen wir natürlich noch nicht lang. Warum denn auch?
We are very sad to Infernal announce this will be a piece of cake! Let this Impact! Hold it right there! Infernal Torrent! Ach, ich... Also schon geile Fähigkeiten bei, definitiv. That one was for the lady next door. Wie ich da machen, wie die Viecher einfach nur platt machen, ey, das ist so krass. Okay, Stufe 5 ist schon okay. Auf, ich glaub, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man ist, kann man sogar schon da das Spiel beenden. Ist man schon zu, eigentlich zu stark für das Spiel. Natürlich nehmen wir die Gegner auch mit, um Erfahrung zu sammeln. Also schon geile Fähigkeiten. You need to study up on the basics. Ja. Die haben definitiv drauf. Die machen, die rocken hier total. Geheime Damen. Jetzt die Frage, wo war der richtige Weg? Geheime Flüssigkeit. Ich glaube hier. Den anderen. Ach, die Gegner hier haben echt nichts drauf. Your sword skills are amazing. Thanks. I'll use them to protect us all. Verzaubern? Kann ich die Gegner verzaubern? Guck mal, wie hübsch ich bin. Bin ich nicht hübsch? Oder was? Genau. Versteht man hier unter verzaubern? Okay, das ist nicht der richtige Weg. Boah, woher soll man bitte schon wissen, wo ich lang muss? Natürlich laufe ich immer erst den falschen Weg lang. Also ist doch gut so. So finden wir auch alles. Hallo, Exe. Ja, ich finde die Fähigkeit einfach nur geil, wenn ich... Ach, vor allem wir sind gegen die Übung überlegen. Finde ich immer. Not bad, don't you think? Ja, wie darf ich jetzt auf einmal mehr erfahren? Ich frage das gar nicht. Ich finde es gut, dass wir so viele Erfahrungspunkte bekommen. Ach, ich bin versteinert. Boah, ich... Bam! Ich finde, die kann voll geile Fähigkeiten haben, auf jeden Fall, definitiv. Abfall. Was ist ich mit Abfall?
No signs of intelligent life. Nothing but some weird monsters. What happened here? Hey, Sophie. Pascal says that distant ball in the sky might be our world. Isn't that amazing? Ja, sie sieht's auch. Asbel, Sophie isn't responding. Hey. Hey, Sophie. Let me see her. Okay, she's fine. You two can chill now. Really? I mean, right. Of course. Of course she is. Sie kann doch nichts sehen, die Trottel. But if we don't hurry, she'll keep getting worse. Damn it. Why? I don't know. Don't ask me. I promise we're going to save you, Sophie. Just hold on for a little longer. Jo. Gibt's sonst hier noch eine Plauderei? Ich will Plauderei. Region 13. So, schwebende Stadt, glaube ich, stand da, ne? Ich hab nicht gelesen, ich hab geraten. Telos Azyse, ausgelöschte Stadt. Schöner Name. Looks like this really is a city. Or at least it used to be. What a mess! Do you think we'll find anyone here? I don't know. This place looks as empty as everything else we've seen here. Na dann. Hey, there's somebody on the floor. Wo? Ja, Sophie liegt da auch auf dem Boden. Is that Sophie? No, but the resemblance is uncanny. What did you do? I don't know. I just touched her and then poof. Du hast es tot gemacht. Hey, I see someone. Stop! Wait! Don't go! Lauf, kleines etwas! Lauf! Well, at least we know someone's alive. Come on. Sofa. Let's find them and start asking questions. Gut. Aber ich will mich einfach hier ein bisschen umgucken. Weil der Part geht ordentlich nicht mehr wirklich so lange. Und das zu machen. Aber mal gucken. So, für später irgendwann. Magische Karte Nummer 50. Die Martha. Martha ist auch cool. Wo ich gar nicht mehr das... Hatte ich mir damals Martha gekauft? Ich glaube nein. Obwohl mir eine ganz bestimmte Karte lieber gewesen wäre. Genau, wo müssen wir rein? This is a disquieting place. I hope it's really where we need to be. Come on, let's chase that person we saw earlier. Maybe we should split up. That sounds reasonable. But splitting up may cause additional problems. No, we need to stick together. We have no idea what lies ahead of us. I agree. And we should all be together to protect Sophie as well. Das ist, da hat er vollkommen recht mit. Da hat er recht. Können wir jetzt auch speichern nochmal, weil es eine Minute, da können wir ein bisschen umgucken, das war's. Okay. What is this? It appears to be moving. A clock? Maybe not. Actually, the overseer used to have something like this. Its presence suggests that a great many people did inhabit this location at one time. And now it's all lonely and stuff. Machines were built for humans to use. So now this one has no purpose. It's totally sad. I'd expect you to say that. I wouldn't go so far as to say machines have souls, but still. Your sentiment does have a point. Passt. Sonst noch irgendwas, was man hier machen kann? Ich befürchte mal, nee. Da geht entweder zu Teleporter. Nee, da geht um, das ist eine Tür. Aber ich würde sagen, die Tür gehen wir dann das nächste Mal rein, denn das, ja, war es jetzt auch schon wieder für heute.
So, ich verabschiede mich dann für heute. Das war für heute Tales of Graces F. Was uns hier erwarten wird, das werden wir dann im nächsten Part darauf hin. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.